So Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Orient Will of the Wisps. Ich habe mich jetzt einmal hier ganz kurz einfach nur in meinem Inventar so ein bisschen umgeschaut. Und wir sind tatsächlich extrem weit gekommen, ne? Wir haben jetzt hier an den Nebenquests, also Mokis geholfen ohne Ende. Uns fehlen nur noch zwei Stück. Und da habe ich noch keine Ahnung, wer das ist. Dann haben wir hier rechts alle Samen gefunden. Haben an Questgegenständen schon eine super Menge. Also, ne, wir haben jetzt hier den Kartenstein bekommen. Ich habe noch keine Ahnung, wo der Kartenstein ist. Und uns fehlt nur noch 4 Gorlek-Erz. Dann können wir uns das letzte hier gönnen. Uns fehlt nur noch ein einziger Splitterstein. Ja, also hier der. Und wir haben schon... Was, aber ist das jetzt die... Ah, ne, das ist die Windruine. Das ist ein eigenes Levelgebiet. Okay. Und was mir aufgefallen ist, hier auf der rechten Seite, also ganz rechts, da sieht man jetzt, immer wenn wir einen von den Leuten befreit haben, dann ist er dazugekommen, weil Madar, die Spinne? Madar, ne? Oder wie die hieß? War auf jeden Fall am Anfang nicht dabei. Und jetzt haben wir auch schon den Bären, wir haben unten einen Wolf, dann haben wir diesen Kolibri und wir haben und Quarlock. Also ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch alles zukommt, wie viele uns da noch helfen wollen. Und links sieht auch richtig, also hier direkt über mir, wie viele Fähigkeiten wir schon freigeschaltet haben. Man kann sie jetzt leider hier nicht einsehen, weil ich nicht nach links skippen kann. Aber richtig cool. Ja, im letzten Part sind wir hier in die Windruinen reingegangen. Und gucken uns so zum ersten Mal ein bisschen um, was jetzt hier so abgeht. Weil ich will auf keinen Fall das Spiel beenden, bevor ich nicht 100%... Warte mal. Kann ich... Okay. Bist du der Kartenstein? In allen Ländern bleibt es immer gleich. Ach so, das ist der Baum. Ups. Für jeden Geisterbaum ein Licht, für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht alleine ist nichts ohne sein Gefäß. Okay. Also wir kriegen jetzt so ein bisschen die Story erläutert. Einmal ganz kurz gucken. Nee. Achso. Kommt jetzt hier ein Bossfight oder was? Oder warum kriegst du so viel Life? Achso. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach und wir wurden zu Irrlichtern. Unser einstiger Glanz erlosch. Okay. Kann ich hier runter? Nee, anscheinend nicht. Da muss ich einen Hebel für finden. Hallo? Ah! Hebel gefunden. Ups. So. Da kann ich die alle kaputt machen? Ich kann die alle kaputt machen. Ich fool. Okay, aber bis jetzt sieht es aus, als wenn die Karte doch sehr vollständig wäre. Oh, die ganzen Oris sterben. Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, litten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Ja, das ist ja auch, was der Affe gesagt hat, ne? Ihr habt uns verlassen. Aber das ist ja gar nicht wahr. Sie sind anscheinend gestorben oder sowas, ne? Aber die kann ich jetzt nicht kaputt machen. Okay. Ich versuche hier einfach alles zu zerstören. Ist mir egal. Vielleicht ist hier doch noch irgendwas versteckt. Oh, ein Auserwählter. Ori. Doch Prophezeiungen sagten, dass Hoffnung kommen würde. Sie würden unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an den Vergessenen an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden.
so wird die Welt geheilt, so wird der Kreislauf fortgesetzt. Okay. Okay. Hier fehlt ein Bild. Die Baumeister der Gorlek wussten, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützten sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden. Okay. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass das nicht ohne Bossfight funktioniert. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass irgendwer mich da dafür boxen möchte, dass ich das mache. Okay, da kann man speichern, das ist gut. Okay, das war schlau. War es nicht, oder? Doch, war es. Hui! Ich dachte, jetzt hätte ich mir den Weg nach unten rechts verbaut, aber ich komme trotzdem dahin. Weil das wäre jetzt richtig schlecht gewesen, wenn ich jetzt hier nicht mehr nach rechts kommen würde. Oder? Wer ist das? Wer ist schlecht? Ja, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Danke dafür. Er zeigt es mir oben an, so von wegen, hey, guck mal, hier, zieh dich doch hier ran. Und aber hier rechts geht es weiter. Wie komme ich hier lang? Wie soll es lang gehen? Ja, auf der Map sieht man doch, dass da noch keine Wand ist. Manometer. Dann gehen wir... Ist das hier nicht der Baum im Hintergrund? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Also ohne Witz, ich habe das Gefühl, dass irgendwer nicht möchte, dass wir das haben. Ganz kurze Anmerkung, das ging mir tatsächlich viel zu leicht. Nur so am Rand, ne? Also jetzt nicht falsch versteht oder so, ne? Aber, also, puf, ich weiß ja nicht. Als die Geisterweide starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Seher. Die Weide erwartet uns, Uri. Wir müssen gehen. Okay, Seher. Dann... Doch der einzige Weg dorthin ist... Was zum Henker bist denn du? Ah! Ich habe das Gefühl, ich soll in diese Richtung. Und zwar ziemlich fix. Hallo? Hier lang? Ja, ich glaube hier lang. Den Knopf. Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Und in die Richtung, bitte. Muss hin. Achso, war. Ja, alles klar, habe ich verstanden. Easy. Ja, ja, habe ich. Habe ich nicht. Oh Gott!
Oh, Treibsand, Erfolg freigeschaltet. Heilige Mutter Gottes. Huiuiui. Das Vieh wollte es aber jetzt wissen, Alter. Halleluja. Oh. So, ich würde aber gerne jetzt nochmal da runter. weil hier waren so einige Sachen, wo ich mir denke, könnte sein, dass wir da nochmal was finden können, oder nicht? Oder muss ich jetzt hier runter? Ich kann nicht springen. Das heißt, ich muss jetzt nach links. Mal 50 Euro, dass Schriek jetzt kommt und den Waldgeist mitnimmt. Das ist sie, Ori, die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkamm steht uns im Weg. Das Licht ist wiederhergestellt. Sehr. Deine maximale Kapazität der Leben und Dingens hat sich erhöht. Ah, jetzt sollen wir erst dahin. Ja, ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in dieses Gebiet hier rein. Kann ich jetzt einfach wieder hier rum zurück? Doch, oder? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Danke dafür. Dann gehen wir einfach nochmal da runter, oder, Leute? Würde ich sagen. Rinder. So, weil wir haben auf jeden Fall das da unten nicht geholt. Das können wir jetzt bestimmt holen, ne? Hip, 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 hip. Und wir suchen auch immer noch den Kartenstein, ne? Sind die jetzt wieder neu da oder kann man die nur einmal kaputt machen? Ne, die sind nur einmal da. Okay. Komme ich hier rein? Ah, aha! Danke dafür. Oh, ein Fragment einer Energiezelle. Oh, damit haben wir hier 100%. Nice. Aber er hat ja auch gesagt, wo eine Schaufel ist, da lohnt es sich zu graben. Aber wo ist denn... Der Kartenstein! Alle Geheimnisse wurden auf deiner Karte markiert. Alle? Warte mal. Hier ist noch Lupo. Okay. Hier ist noch der Affe. Mit dem können wir bestimmt auch nochmal reden. Es sind wirklich alle Geheimnisse markiert. Jetzt will ich was wissen. Da oben ist doch tatsächlich noch was. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg, überall 100% zu erreichen. Also auf den ganzen Maps. Weil wir sind da doch ziemlich gut auf dem Weg. Dann würde ich nämlich sagen, fangen wir... Aber das Witzige ist, er sagt mir immer noch hier mit dem Graben. Aber hier ist nichts mehr in der Nähe, was sich zu finden lohnt. Also was sollen wir da ergraben? Wir gehen da jetzt hin. Zeichen des Händlers, Errungenschaft freigeschaltet. Ach so, weil wir haben die Tauschquest abgeschlossen, Leute. Klar. Diese trockene Wind ist einfach schrecklich für meinen Federn. Pah, hast du schon etwas gefunden? Nein, ich weiß nicht, was du suchst, Alter. Ich verstehe diese Quest einfach nicht. Obwohl, warte. Hier unten ist immer noch der Fahrstuhl. Aber
hier ist einfach nichts. Also, hier drunter kommt einfach nichts. Ne? Hier ist einfach Ende. Keine Ahnung. Dann gehen wir einfach mal kurz hier drüben zu den Dingen suchen. Das letzte Kartenstück. Dann haben wir nämlich das auch abgeschlossen. Weil dafür kriegen wir tatsächlich auch einen Erfolg, ne? Am besten. Wie komme ich zu dir hin, Alter? Achso, ich muss den Knopf drücken. Entschuldigung. Hier ist nichts. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Oh, hallo Lupo. Hallo, erschöpftes Wesen. Ich weiß nicht, ob Geister Wasser brauchen, aber wenn doch, dann fürchte ich, wirst du anderswo danach suchen müssen. Einige glauben, an einen derart kargen Ort gäbe es nicht viel zu kartografieren. Aber der Sand ist immerfort in Bewegung. Ich könnte eine Karte nach der anderen zeichnen. Ich möchte kaufen. Viel verbindlichsten Dank. So, damit haben wir hier... Also es sollte sich eigentlich nichts aufdecken, ne? Wir haben einfach genau... Windwüste 100%. Nice. Es hat sich einfach nichts aufgedeckt. Sieht einfach genauso aus wie vorher. Aber jetzt müssten wir doch alle Karten haben, oder nicht? Ach nee, wir haben... Ja, okay, hier oben, klar, fehlt noch eins. Dafür war das nicht letztens viel mehr? Irgendwie? Als ich da reingeguckt habe? Ah nee, hier ist noch viel mehr. Achso, das heißt, wir kommen jetzt von hier aus irgendwie nach hier? Oder was? Oder was? Wo sind die Gorlek-Erze? 1, 2, 3. Aber es muss noch irgendwo eins sein. Okay, dann gehen wir nochmal zu dem Affen und reden mit dem. Weil der wird jetzt auf einmal auch angezeigt. Nicht, dass der tatsächlich noch irgendwas von sich geben möchte. Nee. Nee, nee, nee. Aber mit Schrick möchte ich auch nicht reden. Die ist auch doof. Ich hab Angst, Leute. Aber warum stehst du denn hier immer noch angezeigt als Typi? Ah, so frech, so süß. Ne, aber mehr macht er nicht. Okay. Dann, ja, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz tatsächlich jetzt noch diesen Part. Hier hinten die Sachen holen. Die letzten verbleibenden Sachen holen. Weil das stört mich mega, dass die jetzt hier noch übrig sind. Und dass das dann tatsächlich so 6% oder sowas ausmacht, ist halt auch richtig mies. Doch, habe ich ausgerüstet. Ach, noch höher. Warte mal. Hä? Da. Wie komme ich da dran? Muss ich hoch? Anscheinend, ne? Durch. Alter Schwede. Das jetzt haben wir 97%. Ja, cool. Und hier unten fehlt uns das letzte Stück. Nicey. Ups. Ups, ups, ups. Ups, einmal raus hier. Wow, Alter. Okay, aber das Kartenfragment finde ich gut. Ich bin falsch. Ne, ich bin richtig. Ich muss jetzt... Ich glaube, ich muss hier rein, ne? Ich glaube, ich muss hier rein. Dann müsste ich da wieder rauskommen. Ne, dann komme ich hier raus. Dann bin ich hier falsch. Dann muss ich doch wohl da rein. Hier rein, oder? Ja, genau, alles klar. Und dann muss ich hier nach links. Hier durch. Und dann nach rechts. Hier ist einfach, wo man nicht durch kann.
Das ist also etwas, was man erst erreichen kann, wenn man den Stoß hat. Ist ja fies. Aber damit müssten wir tatsächlich hier 100% haben, ne? Ja, alles klar. Dann gehen wir kurz nach hier und holen uns das. Und dann haben wir hier auch 100%. Also Leute, ich werde auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück glücklicher. Dadurch, dass wir jetzt tatsächlich mit dem Kartenfragment alles finden können. Das macht mich schon erheblich glücklich. So, und hier ist es über mir. Aber kann ich jetzt einfach hier hoch oder ist das, muss ich von oben da dran kommen? Ne, da komme ich nicht dran. Also entweder irgendwie von oben. Lass mich in Ruhe. Junge, Junge. Hier irgendwie? Hallo, direkt. Ne, ne. Ne, ne. Hier auch nicht. Hier nicht. Hier? Oh. Das sind so einfache Sachen, die man einfach nicht gesehen hat, Alter. Lumasee 100%. Sehr gut. Brunnenquelle 100%. Tintenmoor. Ja, Quelllichtung ist... Das ist ein... Barusspitze 100%. Quolloxtal 100%. Genau, stiller Wald. Da müssen wir auf jeden Fall ja jetzt noch hier hoch. Das gehört ja alles zum stillen Wald hier oben. Gehe ich mal stark von aus. Windwüste, Wind... Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier mit dem Quest los ist. Also, keine Ahnung. Wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ohne Schaufel ist, da lohnt es sich zu graben. Ich finde diese Schaufel einfach nicht. Ansonsten sind jetzt hier noch Sachen. Hier einmal das Gorlek-Erz. Aber da ist jetzt die Frage, bekommen wir das Gorlek-Erz tatsächlich erst, wenn wir... Ich gehe es mir trotzdem mal ganz kurz holen. Oder versuchen zu holen, wenigstens. Da einmal von ganz oben. Vielleicht mit dem Geister, also mit dem Geisterlicht, dass wir da hochkommen. Aber dann hätten wir fast alles. So, warte mal. Komme ich vielleicht jetzt da hoch, wo ich... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Also es muss irgendwie... Da... Achso, nee, warte. Hier runter. Hier hoch. Ah, oh, hier ist es. Sehr geil. Gorlek-Erz gefunden. Jetzt fehlen uns noch genau vier. Und dies sind die vier, die drei. Eins, zwei und drei. Awesome. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Stup. Quolloxtal, Schimmelwald. Na, Mitternacht. Brunnenquell, das sieht doch alles fabelhaft aus. Brunnenquelllichtung fehlt natürlich noch ein bisschen, weil wir immer noch... Oder? Ne, nur weil wir uns hier noch die Quests fehlen, oder nicht? Oder nicht? Ich hoffe. Ich hoffe. So, dann gehen wir mal ganz kurz, weil wir haben jetzt eine Menge Geld. Oder kann ich hier rein? Nee. Dir kann ich kurz quatschen, weil ich würde doch gerne Splitter ansehen. Ich habe alle im Besitz, ne? Ich habe alle gekauft. Okay. Natürlich, Mann. Verbesserungen ansehen. Da würde ich mal ganz kurz gucken, weil die kosten ja eigentlich gar nicht so viel. Und wir können uns eine ganze Menge davon leisten, ne? Und ich weiß nicht, ob es einen Erfolg dafür gibt, wenn man tatsächlich alles kauft. Aber ich glaube, dann würde ich mir erst das vom Affen kaufen, oder? Was sagt ihr? Fehlt noch ein Splitter. Ist der denn hier? Nö. Ist der hier? Nö. Kriegen wir den letzten Splitter von der Quest hier? Belohnung? Fragezeichen. Dann kriegen wir bestimmt hier einen Splitter, Alter. Ah, das könnte natürlich sein. Aber hier sehe ich jetzt keinen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Dinger hier sind, aber okay. Ich gucke mich gerade noch ein bisschen um. Leute, bitte verzweifelt noch nicht. Aber das sieht hier alles sehr gut aus. Ne? Jetzt ist hier hinten auf jeden Fall alles frei. Hier ist alles frei. Ja, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Okay. Dann haben wir das mit 100% ja tatsächlich super gut im Spiel mit integriert. Aber dann würde ich trotzdem erst, bevor ich die Sachen verbessere...
Einmal ganz kurz mit A4. Ach so, er hat hier sogar die Brücke repariert. Cool. Erst mit dem Abjahr reden. So, dann würde ich nämlich erstmal die... Ich hol mal den. Einfach, weil ich es kann. Explodierender Stachel. Gucken wir uns mal diesen Stachel an. Stachel? Stachel. Stachel. Auf Y. Wow! Mir fehlen 4, damit ich das verbessern kann. Warte mal kurz. Ist hier irgendwas, was ich ganz kurz einfach nur einsammeln kann? Ja, hier unten. Hier. Das müsste reichen, oder? Ja. So, dann nehmen wir das noch mit. Verbessern. Ja, das hier. Dann haben wir schon mal Naturtalent. Errungenschaft freigeschaltet, aber nur Errungenschaftsfortschritt. Also brauchen wir tatsächlich da alles, ne? Warte mal kurz. Alter. Schwede, Junge. Das Ding geht übelst ab. Also das finde ich gar nicht schlecht. Das würde ich benutzen. Zum Glück ist man im Nachhinein immer schlauer, ne? Dann benutze ich gar nicht mehr den schnellen Angriff, sondern einfach nur diese... Ah, das kostet Energie, klar, ne? Ja, okay. Dann nehme ich doch lieber wieder das hier und das hier. Den Geisterschlag finde ich richtig gut. Der Stachel ist aber auch in Ordnung. So, da fehlen uns noch 3 Sachen zu lernen. Das sind, glaube ich, alle, die er uns beibringen kann, ne? 1, 2. Achso, hinten ist ja noch ein Baum, ne? So, Leute, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Hau da ganz doll rein. Nicht vergessen, kommentieren, liken und abonnieren. Und wir sehen uns. Bis dann, tschüss.